Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Einiges ist passiert, Leute. Zwei Zeitraffer habe ich für euch. Und zwar einmal das hier, das Treppenhaus, habe ich ausgegraben. Wir werden gleich darin bauen. Schaut euch mal an, wie ich das gemacht habe. There's more. Und zwar, schaut euch das hier mal an. So, wer von euch erkennt, was das mal war und wo das gewesen ist? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. In 3, 2, 1 löse ich es auf. Das sind 100 Golems, die mir Norman geschenkt hat. What? Also jetzt auch nochmal hier im Nachhinein, Norm, ein ganz großes Dankeschön, wirklich. Ich kann die auf jeden Fall gebrauchen, werden ein paar der kleinen Golems hier in unserer Base aufbauen. Die Zuschauer haben mir auch erklärt, wie man Kupfer wieder sauber macht. Ich möchte aber tatsächlich, dass es oxidiert. Wenn mir die Optik in grün nicht gefällt, dann können wir das immer noch rückgängig machen und können dafür sorgen, dass das Ganze am Ende wieder schön kupferig ist. Da müssen wir ein paar Bienen auf jeden Fall nochmal, ja, züchten, um Wachs zu bekommen. So, die Leute wollen mal kurz alle schlafen. Ich hoffe, das geht, sonst logge ich mich gleich nochmal aus. Ich habe gerade kein Bett zur Hand. Ihr seht hier einen Fahrstuhl. Heute geht es um einen Fahrstuhl, den ich für meine Basis entworfen habe. Und zwar möchte ich gerne hier ein Treppenhaus haben. Dieses Treppenhaus verbindet den Anleger hier unten mit meinem eigentlichen Haus. Und ich habe eine ziemlich coole Idee für den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl soll nämlich freischwebend in der Mitte des Treppenhauses nach oben fahren, während drumherum eine Wendeltreppe nach oben geht. Das heißt, man hat immer noch die Wahl, mit einer Treppe zu fahren oder mit dem Fahrstuhl zu fahren. Der Fahrstuhl soll so gebaut werden, dass er immer standardmäßig unten ist und automatisch nach oben fährt, nach einer Zeit wieder von alleine runterfährt. Und das ist so das Prinzip. So, ich logge mich mal eben aus. Okay, es ist wieder Tag. Dann können wir weitermachen. Hier oben ist ein Double Piston Extender und der hat eine wichtige Aufgabe. Dieser Double Piston Extender, wie ihr seht, fährt hier einen Block hin. Und das gleiche soll nochmal eine Etage tiefer passieren. Wie baut man so einen Double Piston Extender? Ganz einfach. Repeater 2 so. Repeater 2 so. Einmal 1 Redstone hier. Wir brauchen dann noch irgendein Material. Cobblestone beispielsweise. Nehmen wir mal zack hier hin, zack dahin, zack dorthin. Einmal ein Cobblestone, beziehungsweise irgendein Wandmaterial hier hin. Ich büchse mir mal einfach was aus der Wand aus. So, zack, zack. Schön machen können wir das alles nochmal in Ruhe. So, dann kommt das hier hin, ein Redstone hier. Das Redstone muss hier so bleiben, deshalb am besten nochmal einen zweiten Verstärker in diese Richtung machen. Ich baue Redstone immer gerne auf Kabel, damit ich auf jeden Fall weiß, wenn ich mal irgendwann von unten nach oben grabe und da Cobblestone sehe, dann weiß ich, ah, stopp, da könnte Technik sein, nicht weiter graben. So, zweiter Piston Extender ist fertig. Wie funktioniert das Prinzip mit dem Fahrstuhl? Kann ich euch zeigen. Idee ist folgendes, hier oben soll man aussteigen, ja, das heißt, auf dieser Höhe soll man aussteigen. Ich habe zu wenig Materialien mitgenommen, das ist ein Trauerspiel, Leute, ne? Das ist meine Silk-Touch-Spitzhacke, die ist wertvoll, die beiden Spitzhacken sind wertvoll, die muss ich nochmal reparieren. Diese Spitzhacke hier kann kaputt gehen, das ist okay, die ist verzichtbar. So, also auf der Höhe soll man später aussteigen, deshalb können wir mal hier so eine kleine Plattform machen, die wird quasi in die Mitte schon die ganze Zeit da sein. Wichtig ist, dass die beiden hier vorne aus Furnaces sind, das werde ich euch gleich erklären, warum. So. Und was passiert ist folgendes, wenn der Fahrstuhl losfährt, dann soll der hier ausklappen, dieser Block. Warum? Das zeige ich euch, denn jetzt können wir den Fahrstuhl losschicken. Das müssen wir natürlich nochmal machen. Ach ja, und ich korrigiere, Tendelweppe. Wir bauen eine Tendelweppe, wohlgemerkt, ne? Damit das Ganze auch von Kroko oder Andy abgesegnet ist. So, Fahrstuhl ist ein Basic-Fahrstuhl, ein ganz einfaches Prinzip. Das sind hier diese Kolben, die sich nach oben pushen. Können wir mal machen, sehen wir, tut's ganz gut. Und durch diesen Block, den ich da jetzt hingepackt habe, wird der Fahrstuhl an dieser Stelle aufgehalten, weil das Maximum der Blöcke, die Schleim tragen kann, wird hier überschritten. Und ihr seht, der Fahrstuhl bleibt exakt auf dieser Höhe, auf der man aussteigt, stehen. Um den Fahrstuhl jetzt losfahren zu lassen, muss sich dieser Block einklappen. Und nachdem sich dieser Block eingeklappt hat, muss der Redstone-Block an dieser Stelle ausfahren. So. Und muss sich wieder einklappen und schon fährt der Fahrstuhl wieder zurück nach unten. Das ist das Prinzip. Weil wir natürlich Redstoner sind, wollen wir das Ganze automatisieren. Das heißt, wir können jetzt hier eine Technik einbauen. Die wird wie folgt sein. Wenn der Fahrstuhl losfährt, dann ist hier dieser Kolben ausgeklappt.
Okay, an den Kolben dran mache ich jetzt einen Observer. Hier sitze ich hier dran, so. Und der Observer kann jetzt in diesem Fall, das ist noch nicht so schön gemacht, merke ich gerade. Ich mache es anders. Wir machen hier eine Fackel hin, so, und jetzt nochmal Kolben so. Ihr seht, der Kolben ist, wenn der Fahrstuhl, also wenn die obere Reihe eingeklappt ist, ist dieser Kolben ausgefahren. Ist dieser Kolben ausgefahren, haben wir einen Observer. Jedes Mal, wenn der Observer nach unten geht, gibt er ein Stromsignal an diesen Verstärker. Also ihr seht, Kolben geht nach oben, nichts passiert. Kolben geht nach unten, Stromsignal. Cool, was? So, was wir jetzt bauen können, ist hier einen sogenannten Kondensator. Das ist ein kleiner Stromspeicher, der den Strom für einen Moment festhält. Und damit ist die Schaltung hier auch schon fertig. Was die Schaltung jetzt macht, ist folgendes. Wenn der Fahrstuhl oben angekommen ist, klappt sich ja dieser Block aus. So, ihr seht, der Block ist ausgeklappt, alles ist cool. Wenn sich jetzt dieser Block allerdings einklappt, dann klappt sich einen kurzen Moment der Block aus und klappt sich anschließend auch wieder ein. Also, das ist nämlich die Technik. Also, oben ausklappen, oben einklappen und einen kurzen Moment später der hier. So, das Ganze muss jetzt noch mit dem Fahrstuhl unten verbunden werden. Das bedeutet, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Technik hier oben im richtigen Moment schaltet. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil wir jetzt die meisten Fehler machen können. Wir brauchen deshalb auch Öfen. Öfen halten Sticky-Kolben auf. So, und deshalb brauche ich dringend Öfen, wunderbar. Und das Erste, was wir machen, ist den Starter vom Fahrstuhl. Das ist dieser Notenblock hier unten. Den verkabeln wir mit einem weiteren Observer. Das heißt, jedes Mal, wenn der Fahrstuhl gestartet wird, wird auch dieser Observer hier ein Signal geben. Das Signal von diesem Observer muss jetzt da oben hingeleitet werden. Dafür brauche ich eben kurz ein Kabel. Also ich muss mich korrigieren. Ich meinte natürlich Trendelweppe. Trendelweppe mit rollenden R. So, ich habe ein Kabel gebaut. Jedes Mal, wenn der Fahrstuhl losfährt, wird dieser Verstärker blinken. Mit ein bisschen Verzögerung, das ist aber nicht so schlimm. Was wir jetzt machen, ist die eigentliche Technik. Und zwar den sogenannten Kondensator. Hier oben muss ein Stromspeicher gebaut werden. Allerdings ein Stromspeicher, der schön lang den Strom speichert. Das ist wiederum ein bisschen komplexer. Deshalb gehen wir mal hier nach hinten. So ein großer Stromspeicher braucht auch immer ein bisschen Technik, die ihn ermöglicht. Und zwar braucht er einen kleinen Stromspeicher, der den großen Stromspeicher lädt. Wow, cool, oder? Überhaupt nicht kompliziert. Nein, ist es tatsächlich nicht. Also, wir müssen jetzt hier so einen kleinen Mini-Kondensator bauen. Der Mini-Kondensator lädt dann den großen Kondensator. Und hier ist auch schon Teil meiner Base. Ah, das ist gut. Ist aber nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Perfekt eigentlich. Ziemlich gut, dass wir hier theoretisch schon den Durchgang machen können. Wobei ich eigentlich einen Durchgang nach rechts machen wollte. Dass man hier so eine Art Brücke macht, die dann rüber geht in das Haupthaus. Das müssen wir mal gucken, wie genau ich das handhaben werde. Aber das ist sehr cool, dass wir hier schon in mein Haus reingegraben habt. Ich hoffe, ihr kennt die Folgen. Ich hoffe, ihr wisst, worüber ich hier rede. So, also, wir beeilen uns. Wir machen jetzt hier diesen großen Stromspeicher hin. Zack, wunderbar. Das hier wird er mit einigen Komparatoren. 1, 2, 3, 4, 5 in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5 in die andere Richtung. Ich hoffe, dass das reicht. Ansonsten werden wir Probleme haben. Und die geben dann Strom, wie ihr seht, über diesen Verstärker hier an unsere Redstone-Schaltung hier. Fertig. Das ist es schon. Das ist die ganze Technik. Nicht vergessen, immer die ganzen Sachen auch auszuleuchten, damit es keine Ärgernisse gibt. So, und ich würde sagen, bevor wir es testen, platzieren wir zur Sicherheit, dass der Fahrstuhl uns nicht in die Decke abhaut, hier oben einen Ofen. Für den Fall der Fälle, da muss ich sogar einen noch weiter, für den Fall der Fälle, dass es nicht funktioniert, würde der Fahrstuhl quasi bei diesem Ofen erstmal stehen bleiben für einen Moment. Aber jetzt heißt es gucken. Ich bin gespannt, ob der Fahrstuhl hier seine Dienste richtig erfüllen wird. Achtung, fertig, los. Fahrstuhl fährt los. Es müsste sich jetzt da oben der Block gleich ausklappen. Yo, ihr seht, der Block ist ausgeklappt. Die Frage ist jetzt, wie lange bleibt er ausgeklappt? Bleibt er lang genug ausgeklappt, dass der Fahrstuhl in Ruhe dort anhalten kann? Ja. Fahrstuhl steht. Für einen Moment. Perfekt, genau richtig. Und jetzt gleich müsste er wieder runterfahren. Zack. Ja, bingo. Was will man mehr? Damit ist die Fahrstuhltechnik hier unten soweit schon fertiggestellt. Richtig gut geworden. Der Fahrstuhl fährt dann von alleine wieder hier runter. So, wenn ich mit dem Fahrstuhl fahren möchte, wäre es natürlich sinnvoll, irgendwo irgendwie einen Knopf zu machen. Ich würde vielleicht gucken, dass wir hier ein kleines Interface an der Wand machen.
an dieser Stelle in der Wand würde ich das machen, nach außen hin, dass man vielleicht hier einfach so zwei von den Blöcken setzt und dann sagst du, hier ist dann später der eigentliche Steinknopf drauf, mit dem man den Fahrstuhl in Bewegung setzt. Man kann auch vielleicht Deep Slate oder irgendein anderes Material nehmen, nee, ne? Aber es gibt auch dieses Material aus der Hölle, was man da nutzen kann. So, und dann geht dann hier später ein Kabel runter. Natürlich müssen wir halt höllisch aufpassen wegen Wasser und so, dass wir hier keine Riesenkleckerei anrichten. Darauf hätte ich nämlich gar keinen Bock. So. Ich habe mir eine taktisch unkluge Stelle auch ausgesucht, ein Kabel hier runterzuleiten. Wir können das Kabel hier gut mit Redstone runterleiten, fällt mir gerade auf. Somit sparen wir uns eigentlich ein bisschen was. Ja, müssen halt gucken, wenn das hier die Bucht ist. Nee, mach's doch mal anders an dieser Stelle. Ist mir das doch ein bisschen zu vage. Ich baue den Knopf lieber hier ein, weil ich weiß, dass hier mehr Platz dahinter ist als auf der anderen Seite. Dann machen wir Folgendes. Das Kabel wird später hier runtergehen. Da bauen wir einfach den Weg jetzt runter. Wir sehen hier das andere Kabel. Sehr gut, kein Problem. Hauptsächlich besteht halt die Arbeit eines Redstoners meistens dabei, Wasser zu überwinden. Es geht ganz schön ab hier. Also, machen wir Folgendes hier. Wir versuchen das Kabel mal eben gescheit hier runter zu leiten, ohne dabei eine große Überschwemmung anzurichten, ohne dabei unsere Techniken zu zerstören. Das wäre cool, wenn ich das schaffe. Also, Strom geht dann hier an. Können wir hier runtergraben? Ja. Wir haben leider überall hier Wasser, ne? Kann ich den da wegmachen? Ja, kann ich wegmachen. Gut, dann geht diese Fackel an. Dann geht der Strom hier an. Ab jetzt sollte es alles ein bisschen einfacher werden. Aber ab jetzt in den Bereich mit dem Fahrstuhlschacht kommen. Da müssen wir aufpassen, dass wir auch hier keinen Fehler machen. Genau, sehr schön. Der Redstone kann dann hier entlang laufen bis in den Notenblock, der den Fahrstuhl aktiviert. Wunderbar. Problem gelöst. Damit kann der Fahrstuhl schon mal mit dem Knopf hier, welchen Knopf? Mit dem Knopf hier aktiviert werden. Dann können wir auch hier so richtig schön hinmachen und auf geht's. Fahrstuhl bringt mich nach oben. Wie gesagt, ist nicht der schnellste Fahrstuhl, aber hat halt Flex, würde ich sagen, wenn man so mitten hier hochfliegt. Schon cool. Und der Server ist gerade ein bisschen langsam. Sonst wird der Fahrstuhl wesentlich schneller laufen. So, ich bin angekommen hier oben. Hier oben, by the way, kann ich die Ankunft damit zwei Öfen bauen. So, den Übergang. Jetzt kann ich ganz geschmeidig in meine Base reingehen. Nice. Und der Fahrstuhl fährt da von alleine runter. Allerdings, Leute, wollen wir natürlich auch oben einen Call-Button haben. Dazu muss ich jetzt noch eine einzige Leitung hier oben einziehen. Also wir tun mal so, als ob das jetzt hier der Weg oben ist. Dann müssen wir gucken, vielleicht maybe hier oder so einen Knopf zu machen, um den Fahrstuhl zu rufen. Was bedeutet, dass wir hier hinter das nächste Kabel ansetzen. So, das wird dann quasi hier entlang laufen und muss jetzt einmal bis nach unten gehen. Klar, Wireless Redstone wäre natürlich jetzt richtig cool, aber kein Weg für drumherum. Wir müssen es leider manuell bauen, das Kabel. Also, bis gleich. Okay, hier ist der Knopf, den wir gerade angeschlossen haben, Leute. Und was wir jetzt machen können, ist Folgendes. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, einmal hier den Knopf kurz wegzumachen, eine Fackel hier hinzusetzen. Und wir müssen super höllisch aufpassen, weil die ganze Zeit hier Wasser runterläuft. Das müssen wir gleich nochmal von außen korrigieren. Das macht mir Riesenpanik. So, aber hier kann ich mich entlang bauen. Okay, und von oben können wir jetzt das Kabel direkt bis an diese Stelle anschließen. Müssen das Kabel allerdings nur einmal negieren, also umdrehen. Kein Problem. Der Rest ist jetzt wirklich easy, wenn ich oben angekommen bin. Perfekt. Also, Verstärker in die Hand nehmen. Wobei, wir brauchen glaube ich, noch nicht mal einen Verstärker. Das hier sind schon 15 oder 14, ich meine so ungefähr abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja gut, dann machen wir einfach hier so. Und von oben haben wir jetzt diesen anderen Knopf angeschlossen. Easy. Das bedeutet, wir können jetzt mit diesem Knopf einmal den Fahrstuhl nach oben schicken, aber wir müssen jetzt auch von oben den Fahrstuhl rufen können. Da sehen wir, kommt dieser Kolben aus der Wand gefahren. Einziges schade Sache ist, dass hier dieser Redstone-Block drin ist. Vielleicht können wir da irgendwas machen, dass wir den als Design-Element hier mit einarbeiten. So, ansonsten sieht man wirklich gar nichts von der Fahrstuhlsteuerung. Und man könnte es natürlich auch rein theoretisch irgendwie hinkriegen, dass dieser Redstone-Block hier irgendwie versteckt wird, indem man noch einen weiteren, wenn ich jetzt das Ding noch weiter nach hinten macht. Aber das finde ich ein bisschen zu oversized für so einen einfachen Fahrstuhl, der hier nach oben fahren soll. Genau, wie es jetzt dann hier weitergeht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es tatsächlich wirklich sinnvoll, gerade den Weg hier, erstmal aus Cobblestone, ganz, ne, ganz einfach, um mal ein bisschen hier was anzureißen, dass man mal eine Ahnung hat, wie das später aussehen wird oder in welche Richtung das gehen wird. So, hier in den eigentlichen Base-Teil zu bauen. Der müsste doch jetzt hier beginnen, irgendwo da. Okay, wollte ich gerade sagen, irgendwo ist er doch hier. Aha, da möchte ich ja hin. Schön. So, und dann wird noch die Treppe gebaut. Das ist jetzt die letzte Sache, die Treppe drumherum. Aber ihr seht, wir können jetzt auch hier oben einen Knopf machen, der den Fahrstuhl rufen soll.
Ich habe keinen Knopf. Jetzt gibt's nicht. Ich habe keinen Knopf da. Okay, dann nehme ich mal statt einen Knopf kurz eine Fackel. Achtung. Tschup, tschup. Würde es auch nützen. Und der Fahrstuhl müsste jetzt auf dem Weg sein. Ist zwar nicht unbedingt nötig, weil, ne? Bisschen zu oversized. Aber alles im Allen. Trotzdem irgendwie flexing geil. Finde ich schon nice. Hi Fahrstuhl, was geht? So. Ja. Jetzt heißt es noch, die Tendelweppe zu bauen. Und fertig. Fahrstuhl fährt von allein nach unten. Ich würde nur sagen, das hat Skill, dieses Treppenhaus, oder? Mit freischwebendem Fahrstuhl. Ich mach's fertig. Im nächsten Part können wir uns mal angucken oder übernächsten oder was auch immer. Wir werden gucken. Ihr werdet auf jeden Fall noch mal bald sehen, wie es bei der Base weitergeht. Verfolgt gerne das Projekt. Vielen Dank für alle Abonnenten und alle Liker und was auch immer. Ja, in diesem Sinne macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.